Mittwoch früh, 8:45 auf Gut Grasleiten. Normal sind sie eigentlich immer schon pünktlich. Ja, 2 Minuten haben sie nur, gell? Der Kindergartenbus. Marie wartet auf den Bus. Aber sie fährt nicht in den Kindergarten, sondern der Kindergarten kommt zu ihr. Ihre Eltern Romina und Alois Schmidt probieren etwas aus. Eine Kindergartengruppe auf dem Bauernhof. Alois Schmidts Idee, Kinder sollen so Landwirtschaft kennenlernen. 1-2 Generationen vor mir oder vor uns, da hat man viel mehr Bezug zur Landwirtschaft gehabt. Und heute sind die Betriebe werden immer größer. Man hat viel weniger Bezug. Die Kinder kommen oft gar nicht mehr auf den Hof und kriegen das gar nicht mehr mit. Und so kriegen sie halt ein bisschen, können sie Landwirtschaft auch ein bisschen hautnah miterleben. Ja. An 3 Vormittagen pro Woche kommt die Gruppe. Die restlichen beiden Tage sind die Kinder im Gemeindekindergarten. Traktor fahren, in der Strohburg spielen, Tiere streicheln, den Hof entdecken. 3 Erzieherinnen behalten den Überblick. Also ich zähle immer nach. Ich bin eigentlich nur am Zählen, dass ja wirklich alle dann auch da sind. Ja. Die Schmidts kümmern sich derweil um Feriengäste und die tägliche Arbeit am Hof. Auf Gut Grasleiten wird Biorindfleisch produziert. Die Jungrinder werden geschlachtet, wenn sie etwa 2 Jahre alt sind. Im Sommer sind die 45 Mutterkühe mit ihren Kälbern auf der Weide. Ja, manchmal helfen die Kinder beim Füttern. Alois Schmidt ist ausgebildeter Waldpädagoge und Erlebnisbauer. Mal das Netz aufschneiden und dann kannst du den ausrollen. Der Gemeindekindergarten im Ort im nahegelegenen Hugelfing ist voll. Platz für einen Anbau gibt es nicht mehr. Aber Grasleiten hat Platz. Es war immer schon mal mein Traum, dass ich vielleicht mal einen Kindergarten hier mache. Und dann haben wir das auf die Schnelle irgendwie, der Bürgermeister, ich und der Gemeinderat waren alle dafür, haben wir das so auf die Schnelle entschieden. Doch Alois Schmidt geht es nicht nur um Geld verdienen und soziales Engagement, sondern auch um das Image der Landwirtschaft. Ja, wenn man heute so ein bisschen die Medien verfolgt, die Landwirtschaft kommt immer weniger gut an. Gell? Und vielleicht können wir oder ich da ein bisschen was, wenigstens einen kleinen Beitrag dagegen, also dafür leisten, dass es ein bisschen besser wird wieder. Öffentlichkeitsarbeit macht Arbeit. Lohnt sich das? Viele sagen immer, wie kannst du bloß? Und jetzt mit dem Kindergarten, was hast du denn überhaupt davon? Noch mehr Kinder? Aber ich bin so groß geworden und mach's einfach gerne. Ja? Und ja, wenn man dann so leuchtende Augen sieht bei den Kindern und wenn die Spaß haben, was Schöneres gibt's ja gar nicht. 5 Grad Celsius und Regen. Für die Kinder scheinbar kein Problem. Für Tage, an denen das Wetter noch schlechter wird, gibt es bald einen Schutzraum. Der wird gerade ausgebaut. Familie Schmidt führt Gut Grasleiten in 6. Generation. Zum Hof gehören 120 Hektar Grünland und 50 Hektar Wald. Ohne die Eltern, die noch mithelfen, wäre es schwierig. Ja gut, er steckt viel Zeit in die Arbeit mit den Gästen und mit den Kindern. Dann die andere Seite vom Hof soll ja auch noch passieren. Und das bleibt halt, ja, machen wir zusammen, aber alleine ging es nicht für ihn. Ja. Vor 3 Monaten hat ein Sturm das Wohnhaus und die Kapelle am Hof heftig erwischt. Der Zwiebeltamm, den hat der Sturm mit runtergerissen. Ja. Seitdem gibt es noch mehr zu tun. Romina Schmidt bleibt trotzdem überzeugt. Und jetzt noch die Kindergartengruppe. Ja. Also ich bin total glücklich, dass wir das hier bei uns oben haben. Ja, also es ist allein schon auch für unsere Tochter natürlich total schön. Und uns war es einfach wichtig, dass die Kinder raus können und dass sie das auch erleben dürfen. Und in Kontakt mit den Tieren sind. Um 12 Uhr kommt der Bus zum Abholen. Über Vergütung haben die Schmidts mit der Gemeinde noch nicht verhandelt. Erstmal schauen, wie es anläuft. Die Erfahrungen nach der ersten Woche? Das läuft und die Kinder sind entspannt, auch wenn sie mittags heimkommen, sind sie müde. Und eine Mutter hat mir letztens gesagt, sie hat noch nie so ein entspanntes Kind gehabt. Also dann kann es auch gut sein. Heimfahrt. 5 Kilometer sind es zurück nach Hugelfing. Den Bus bezahlt fürs Erste die Gemeinde. Nur Marie bleibt da. Marie, kommst du auch mit rein zum Mittagessen?
sie ist ja auf Gut Grasleiten daheim. Wir freuen uns über ein Abo unseres Channels, aber schaut auch in die BR Mediathek. Da gibt's noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und vieles mehr.